Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar will ich mit euch heute eine kleine Gedankenübung machen. Und je nachdem, wie für euch diese Gedankenübung ausfällt, werdet ihr feststellen, ihr seid schon auf dem richtigen Weg, um beispielsweise finanziell frei zu werden. Oder aber, da muss ich noch ganz schön was machen, damit das mal funktioniert. Und diese Übung hat vordergründig überhaupt nichts mit Börse oder mit Optionen zu tun. Aber ihr werdet gleich merken, es ist extrem wichtig. Also, lasst uns anfangen, jetzt geht's los. Stellt euch bitte folgende Situation vor. Ihr lauft bei euch durch die Stadt, Fußgängerzone, wo auch immer, oder Innenstadt, und plötzlich kommt ein Ferrari angefahren. Okay? Kommt ein Ferrari angefahren, steigt ein Typ aus, jetzt nicht so alt, aber auch jetzt kein 18-Jähriger, sondern ganz normal, was weiß ich, so 30, 40, ne? Der steigt da aus und schließt sein Ferrari ab und geht weg. Und ihr seht jetzt diesen wunderschönen roten Ferrari. Und was würdet ihr in dem Moment, das ist jetzt die Übung, versucht mal ganz ehrlich zu sein, was würdet ihr in dem Moment denken? Ihr kennt den nicht, ihr habt den noch nie gesehen, ihr seht nur Typ Ferrari. So, und was würdet ihr jetzt denken? Ich gebe euch mal 3, 4, 5 Sekunden Zeit, ihr könnt auch mal das Video anhalten. Haltet mal das Video an, nehmt euch mal ein paar Minuten Zeit und denkt mal darüber nach. Es ist natürlich auch schon mal diese Situation passiert. Ne? Und wenn es halt jetzt kein Ferrari war, da war es halt ein Bentley oder ein Porsche oder sonst irgendwas. Aber irgendwas, wo er sagt, wow, das ist schon so ein super mega Auto. Ne? Okay. 95% der Leute, 90% der Leute, keine Ahnung, aber so jedenfalls die überwältigende Mehrheit hat in diesem Moment schlechte Gedanken. Und zwar nicht über dieses Auto, sondern über den Typ. Ja? Die meisten würden, die erste Reaktion, die meisten haben würden, wie kann der sich denn so ein Auto leisten? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wen hat der denn beschissen, damit er sich so ein Auto leisten kann? Das hat er doch bestimmt geerbt. Wer weiß, was das für ein Abzocker ist. Das sind so die klassischen Reaktionen der meisten Menschen. Dann gibt es ein paar andere, zu denen würde ich mich zählen, die würden als allererstes sagen, boah, super Kiste, gefällt mir auch, war immer schon mein Traum, ein Ferrari. Oder die würden sich fragen, hey, wer ist das, dem dieses Auto gehört? Was hat der gemacht, dass er sich so ein Auto leisten kann? Ist das ein cooler Typ? Ja? Also das heißt, die würden, obwohl es die gleiche Situation ist, reagieren einige wenige Menschen sehr positiv auf das, was sie da gerade sehen. Und ein Großteil der Menschen reagiert aber extrem negativ darauf. Und jetzt kommt das Verrückte. Von denen, die da so negativ darauf reagieren, sind aber ganz, ganz viele dabei, die das eigentlich toll finden. Ne? Also die insgeheim schon sagen, ach, so ein Ferrari, das wäre schon mal was. Ne? Oder, ich meine, der Ferrari ist ja nur ein Bild, nur ein Synonym für Erfolg, Geld, weil so eine Kiste kostet nun mal, keine Ahnung, 250.000 Euro. Ne? Und wer sich ein Auto für 250.000 Euro kauft, der wird in der Regel ein paar Euros haben. So. Ach, übrigens auch noch eine coole Reaktion, die ganz häufig kommt, der ist doch bestimmt nur geleast. Ja, ist auch so eine Reaktion. So, okay. Das heißt also, von der Mehrheit gibt es eine Menge Leute, denen das an sich sehr, sehr gut gefällt, die aber dennoch nach außen und auch in ihrem inneren Dialog extrem negativ sind. Ne? Also all das, was ich jetzt schon gesagt habe, was ist denn das für ein Typ, Abzocker und bestimmt geerbt und wie auch immer. So. Und das ist aber ein Problem, weil, und das ist, hängt damit zusammen, auf was ich auch in diesem Video hinaus will, wie weit bist du in deinen Gedanken im Kopf? Weil, wenn du sagst, du engagierst dich beispielsweise an der Börse, kaufst Aktien, du handelst Optionen, was auch immer, machst eine Kombination, spielt eigentlich keine Rolle, was du machst.
Wenn du aber kein, ich sage jetzt mal diesen amerikanischen Ausdruck, wenn du kein reiches Mindset hast, also wenn du noch nicht reich denken kannst, dann kannst du auch nicht reich werden. Lasst uns das mal auf eine andere Ebene nehmen. Stell dir mal vor, du liebst jemanden oder du bist, machen wir es anders, du bist mit jemandem zusammen, du hast einen Partner, eine Partnerin. Und der andere, der sagt immer zu dir und der zeigt dir das auch, dass er dich liebt, dass er alles für dich macht und dass du für ihn oder für sie der Allergrößte bist. Ja? Also das ist wirklich, die andere Person bringt dir deine ganze Liebe entgegen. Und du sagst, hey, ich will schon eine Beziehung, ich finde die andere Person auch toll, aber das stört mich an ihr, das stört mich an ihr oder an ihm. Ja, also sucht euch da jetzt aus, was ihr von dem Partner gerne hättet oder auch habt. Und das heißt, ihr würdet diese Liebe nicht erwidern, ihr würdet immer ablehnend, negativ reagieren. So, ihr würdet immer alles negativ sehen, ne? an dem anderen Menschen. Und ihr würdet das nicht nur äußern, sondern ihr würdet es auch denken. Was glaubt ihr denn, wie lange diese andere Person euch noch seine Liebe entgegenbringen würde? Wahrscheinlich nicht sehr, sehr lang. Also wäre jetzt, doch, das würde ewig so weitergehen? Okay. Und jetzt übertragen wir das mal auf das Thema Geld. Wenn du schlecht über das Thema Geld denkst, dann kann Geld auch nicht zu dir fließen. Das ist einfach so. Und wenn ein anderer Mensch etwas repräsentiert, was mit viel Geld verbunden ist, und das ist eben jetzt dieser Ferrari, und du das aber negativ empfindest, dann kann das Geld auch nicht zu dir kommen. Und das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, mit irgendwelchen esoterischen Dingen, ne? So, das kommt alles aus dem Universum und so. Das ist eine ganz andere Ebene, sondern es ist ganz praktisch auch. Ich habe ganz viele Trader kennengelernt, die haben Gewinne gemacht, Gewinne gemacht, Gewinne gemacht und dann mit einmal das ganze Geld wieder durch eine völlig dumme Aktion versemmelt. Dann haben die wieder angefangen, haben wieder Geld gemacht, Geld gemacht, Geld gemacht, Geld gemacht und haben wieder durch eine dumme Aktion das ganze Geld versemmelt. Jetzt kann man sich ja fragen, warum machen die das? Sind die dumm? Ne? Und die sind nicht dumm. Sondern was es ist, die haben negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Und solche Glaubenssätze kommen oftmals auch aus der Kindheit. Das heißt also, mal was ganz Einfaches. Wer von euch Kinder hat, der kann das vielleicht nachvollziehen, dass man zu Kindern sagt, die laufen mit dir die Straße entlang und dann liegt irgendwie ein Cent oder ein Euro oder irgendwas und die heben den auf, ne? Und dann sind die ja begeistert und sagen, hey Papa, guck mal, ich habe da hier einen Euro gefunden. Ne? Oder ich habe da, die wissen ja gar nicht, was ein Euro ist, die sagen, die haben ein Geldstück gefunden, ich habe einen Schatz gefunden. Ne? Und dann sagst du, ja, aber steckst mal ein Geld, nimm das nicht in die Hand, das ist schmutzig. Geld ist schmutzig. Das ist ein ganz, ganz einfacher Glaubenssatz, ne? Den wir in unserer Kindheit mitbekommen. Und dann implizieren wir, wenn du das 100-mal zum Kind sagst, Geld ist schmutzig, dann implizieren wir, aha, Geld ist was Schlechtes. Oder auch so, wenn Kinder ihr erstes Taschengeld bekommen. Ich habe das an meinen Kindern, ne? Mein Kleiner, der ist jetzt 6 und der bekommt noch kein Taschengeld, aber der kriegt schon ab und an mal für seine Sparbüchse, bekommt er mal ein paar Cent gesteckt. Und dann habe ich mich selber sagen gehört, dann hat er das mal genommen und hat das alles rausgetan aus seiner Sparbüchse und hat es auf seinen kleinen Fußboden hingetan, ne? Und hat da jetzt hier damit Türmchen gebaut und so, weil er halt ganz fasziniert war. Und da habe ich mich selbst sagen hören, mit Geld spielt man nicht. Ist auch ein negativer Glaubenssatz zum Thema Geld. Und wenn wir immer wieder aus unserer Kindheit solche Glaubenssätze bekommen, ne, dann prägen die uns und unbewusst in unserem Unterbewusstsein passieren dann Dinge, die uns daran hindern, wirklich finanziellen Erfolg zu haben. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob das jetzt Börse ist. Jetzt geht es hier um das Thema Optionshandel in dem Kanal. Oder ob es irgendwas anderes ist. Aber wer negativ über Geld denkt, unbewusst, ne? Wenn du jemanden von denen fragst, denkst du schlecht über Geld? Nein.
aber es ist halt einfach so, dann wirst du auch nicht zu Geld kommen. Und wir sind nun mal extrem auch geprägt in unserer Gesellschaft, dass Geld etwas Schlechtes ist. Unsere Gesellschaft ist keine Unternehmergesellschaft. Unsere Gesellschaft, unser Schulsystem, alles, was wir machen, ist eine auf ich bilde Arbeitnehmer aus Gesellschaft. Unser Schulsystem. Warum? Weil unser Schulsystem, das ist über 100 Jahre alt, da gab es doch einen Kaiser, und da wurden Untertanen ausgebildet. Und da wurde auch schlecht über Geld gedacht und das wird auch schlecht gelehrt. Ne? Also ihr werdet in unseren Schulen keine Literatur über erfolgreiche Unternehmer finden. Aber das gibt es einfach nicht. Geld ist nichts positiv Besetztes in unserem System. So, wir brauchen zwar alle Geld, wir wollen auch alle Geld, die meisten jedenfalls, aber Geld ist etwas Negatives. Ne? Also ihr müsst euch nur mal anschauen, wenn es Reportagen gibt über reiche Menschen, über Unternehmer. Was wird da gezeigt? Da wird nie gezeigt, dass die vielleicht 30 Jahre lang gearbeitet haben, um sich diesen Wohlstand zu erschaffen, dass die vielleicht Tausende von Angestellten haben, denen sie jeden Monat ihr Gehalt überweisen, sondern da wird gezeigt, wie die eben einen Ferrari fahren. Ne? Der Lifestyle der Reichen. Und da findest du ja dann auch immer so ein paar besonders geile Exemplare, die dann eben sagen, ah, ich beginne meinen Tag immer mit einem Glas Champagner. So, also schließlich siehst du, die Geld haben, das sind alles solche Spinner, die früh erstmal Shampoos trinken. So. Und wobei das ja manchmal durchaus okay sein kann. Also warum nicht? Ja, wenn es einer machen will, es gibt andere, die machen sich früh ein Bier auf. Also kann jeder machen, wie er will. So, und jetzt ist natürlich so, jetzt dürfen wir allerdings auch nicht in die Falle geraten und dürfen sagen, hey, ich bin ja so, weil meine Eltern haben mich so geprägt, mein Umfeld hat mich so geprägt, jetzt kann ich ja nicht mehr aus der Sache raus, sondern du bist ein erwachsener Mann oder du bist eine erwachsene Frau. Das heißt, ja, es sind Dinge in deiner Kindheit passiert, aber hey, es muss auch mal irgendwann Schluss werden oder Schluss sein damit. Und das Erste, wie du diese negativen Glaubenssätze überwindest, ist, dass du sie erkennst, dass du sie versuchst zu erkennen. Und da gibt es natürlich verschiedene Techniken und so weiter, da kann man Sachen machen. Wir werden da auch demnächst mal sogar ein Seminar darüber machen, wo es um solche Glaubenssätze geht. Aber der einfachste Weg, wie du das erkennen kannst, dafür musst du keinen Pfennig ausgeben. Ne? Also kannst du schon wieder sparen, was Positives, investieren. Du achtest mal auf deine Reaktionen, wenn du etwas siehst, was für dich momentan außerhalb deiner finanziellen Reichweite liegt. Also geh einfach mal durch die Stadt, beobachte dich mal selber, du musst dich selbst reflektieren, okay? Geh mal durch die Stadt, geh mal zu einem Juwelier, schau da in das Schaufenster hinein und guck dir da die teuren Uhren an. Ne? Guck dir da die, was weiß ich, 10, 20, 50.000 Euro Uhren an. Ne? An mir zum Beispiel würde sowas komplett vorbeigehen, weil ich mich für Uhren überhaupt nicht interessiere. Aber stell dich mal jetzt davor, und guck dir das an. Guck dir das einfach mal an. Geh auch mal mit deiner Partnerin und unterhaltet euch mal kurz darüber. Ne? Und hört mal auf das, was ihr dann sagt. Also wenn du da zum Beispiel eine Uhr siehst, die 50.000 oder 100.000 Euro kostet, hast du dich dann selbst schon mal gefragt, ich würde mir nie im Leben eine 100.000 Euro Uhr kaufen? Wer braucht denn schon eine Uhr für 100.000 Euro? So. Und jetzt könnte man sagen, ja klar, warum braucht man eine Uhr für 100.000 Euro? Eine 200 Euro tut es auch. Aber es ist ein falsches Mindset. Wenn einer das will, soll er es doch machen. Warum den verurteilen? Ne? Das ist doch seine Sache. So. Und beobachte dich mal, was du da selber sagst. Beobachte dich mal, wenn du ein teures Auto siehst. Beobachte dich mal, wenn du in den Urlaub fliegst und du läufst durch das Flugzeug durch und läufst durch die Business Class und siehst da die Leute sitzen. Ganz ehrlich, wer hat da nicht auch schon mal die Gedanken gehabt, wenn er hinter in die Holzklasse muss, hier, wo du eingepfercht bist, wie im Hühnerstall, und du läufst durch die Business Class und dann sagst du, ja, ist klar, dass die hier vorne sitzen, der Fette, ne, der muss ja auch hier sitzen, ja, die alte Schraube. Jeder hat doch schon mal solche Gedanken gehabt, sehr ehrlich. Aber solche Gedanken zeigen dir eben, dass du finanziell nicht reich denkst. Sondern reich gedacht, finanziell frei gedacht wäre zu sagen, geil,
die sitzen hier vorne in der Business Class, die haben viel mehr Platz als ich. Und jetzt, was muss ich machen, damit ich auch Business Class fliegen kann? Und jetzt nicht schon wieder schreiben, ich muss nicht Business Class fliegen. Ich muss auch nicht Business Class fliegen. Ich bin auch nicht der Allergrößte. Ich habe auch in der Holzklasse Platz. Aber hey, verdammt, es macht nun mal viel mehr Spaß, Business Class zu fliegen. Ja? Und das sind alles so Dinge, beobachte dich mal selbst. Beobachte mal selbst deine Gedanken. Weil wenn du nämlich anfängst, jetzt machen wir nochmal den Bogen ganz kurz zur Börse zurück. Ich habe euch vorhin von dem Händler erzählt, ne? Gewinne, 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 alles wieder verloren. Gewinne, 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 alles wieder verloren. Warum? Weil der ist es sich selbst nicht wert. Der kann sich gar nicht vorstellen, mit Börse so viel Geld zu verdienen. Also wird er immer wieder unbewusst, das ist ihm nicht bewusst, der wird unbewusst immer wieder dumme Dinge tun, um diese Kohle wieder loszuwerden. Und erst wenn du anfängst, anders zu denken, wirst du anfangen, auch wirklich großes Geld an der Börse zu verdienen. Und Warren Buffett hat einmal etwas gesagt, was ich sehr schön finde, und deswegen ist dieser Typ auch einer der reichsten Männer der Welt. Typ ist natürlich wieder sehr despektierlich, ist ja ein großes, ich verehre ihn ja sehr. Der hat mal gesagt, Charlie und ich, also Charlie Munger, sein Partner, wir wussten immer schon, dass wir reich werden würden. Es geht dann noch weiter, er sagt dann, aber wir wussten auch, dass es ein bisschen dauert. Aber der hat von Anfang an reich gedacht. Der war ein Reichdenker. Das bekommen manche von Geburt an mit, von ihrem Elternhaus, wobei sein Vater ja auch alles andere als ein erfolgreicher Mensch war. Das heißt, manche haben das in sich. Aber alle, und das ist jetzt die frohe Botschaft am Wochenende, alle, die es nicht in sich haben, du kannst dir das antrainieren. Du kannst dir positive Gedanken antrainieren. Keine Angst, du musst nicht in den Wald gehen, Bäume umarmen oder irgendwelche esoterischen Blödsinnsübungen machen, sondern du musst als allererstes mal auf deine eigenen Gedanken hören. Okay? Also achte mal auf deine Gedanken. Mach dir bewusst, wenn du so etwas wieder siehst. Ja? Also hör dir das Video vielleicht nochmal an. Mach dir eine Tonspur, hör das ab und zu mal an. Und zwar nicht, weil es jetzt so brillant ist, sondern damit es dich daran erinnert, oder schreib das auf den Zettel, was mache ich, wenn ich sowas sehe? Ne? Und dann guckst du mal, es gibt viele Zeichen von Reichtum. Tolle Häuser, tolle Autos, Flüge, Uhren. Ob du im Restaurant sitzt und schaust dir das an und sagst, hey, ein Kobe Steak für 80 Dollar oder 80 Euro würde ich nicht essen. Ne? Reiches Denken. So. Und versuch das einfach mal für dich herauszubekommen. Also versuch mal für dich herauszubekommen, denkst du schon so oder denkst du noch nicht so? Weil das ist der allererste Schritt, um auch an der Börse Erfolg zu haben. Wir alle machen den Fehler, mich eingeschlossen. Ich habe viele Jahre gebraucht, um dieses Denken zu bekommen. Wir alle machen den Fehler, dass wir falsch anfangen. Wir fangen an und lernen Strategien. Das musst du so machen, den Put musst du da verkaufen, du musst auf das Delta achten und so weiter und so fort. Und das ist für viele das, wo sie sagen, das muss ich doch erstmal wissen. Wenn du dich auch mit Händlern unterhältst, die lange dabei sind und du fragst die nach ihrem wichtigsten Buch zum Beispiel, was sie gelesen haben. Wenn du sagst, hey, empfehle mir mal das wichtigste Buch, was du jemals gelesen hast. Dann wird nie einer sagen, das war dieses Buch, dieser Ratgeber, wo diese Technik beschrieben wurde oder dieses Fachbuch. Sondern es geht immer um Bücher, wo es ums Thema Mindset ging. Mehr oder weniger, manchmal sehr direkt, manchmal umschrieben. Aber das wirst du immer haben. Warum? Weil Händler, die lange dabei sind, die erfolgreich sind, erkennen, wenn ich mehr verdienen möchte, wenn ich konstant verdienen möchte, wenn ich durch Drawdowns mich nicht verrückt lassen machen möchte, dann muss ich reich denken. Und das geht nur, indem ich mein Mindset darauf programmiere. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich über Misserfolg anderer freuen. Ne? Ah, guck mal, da hat er jetzt Geld verloren und ah, guck mal, die haben sie jetzt das Auto gepfändet oder was weiß ich. Ne? Also gibt es ja viele, viele Dinge. Und, aber auch das ist schlechtes Denken. Und jemand, der so denkt, denkt an diese Geschichte mit der Liebe zurück. Ne? Wenn du keine Liebe gibst, kann auch keine zu dir kommen. Wir sagen da immer bei uns in der Familie, das ist Karma. Also deswegen, wenn irgendeiner bettelt, gebe ich dem was. Nicht jedem, aber vielen. Warum? Erstens, mir tut es nicht weh. Und zweitens, es ist eine gute Tat, oder wir spenden Geld. Der eine macht es öffentlich, wir machen es nicht so öffentlich, aber wir spenden Geld. Warum? Weil wenn du was gibst, kann was kommen. Und das hat auch alles mit Denken zu tun. Okay, ist aber ein anderes Thema. Jetzt will ich dich weiter ausbauen. Ich könnte da tagelang darüber sprechen. Und
ich denke auch, ihr solltet euch mit dem Thema auf jeden Fall ein bisschen mehr beschäftigen. Und wenn es euch interessiert, wenn ihr sagt, jawohl, Jens, das passt hier auch in diesen Kanal mit rein, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und dann werde ich das noch ein bisschen ausbauen, werde euch auch mal Übungen zeigen, was ihr da machen könnt, vielleicht auch das ein oder andere Buch empfehlen, was für mich da zum Beispiel Augenöffner waren. Und schreibt mir das einfach in die Kommentare, auch wie ihr so denkt. Schreibt mir mal rein, was denkt ihr, wenn ihr den Ferrari seht. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende, viel Erfolg. Genießt das Leben ist schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.